Na endlich! Dich habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Wo warst du? Du hast so viel verpasst. Ich bin nicht mehr Single. Das ist Ryan, mein neuer bester Freund. Wir leben auch schon zusammen, denn naja, eine ungeplante Sache ist da auch noch passiert. Ich bin schwanger. Zuerst war ich genervt davon, aber wie anstrengend kann ein Kind schon sein? Ich habe doch eh einen Butler und Ryan will mich jetzt heiraten. Glaube ich zumindest, denn er möchte mich heute zu einem besonderen Date ausführen. Wo wird es wohl hingehen? Und wieder mal starten wir mit einem tanzenden Sim in unseren Part. Das ist Ryan. Ryan Hudson war der alleinstehende Nachbar, den Serena vor ein oder zwei Parts kennengelernt hat und mittlerweile lebt er schon bei ihr. Sie hat ihn absolut um den Finger gewickelt, sie sind ein Liebespärchen, er ist ihr fester Freund und außerdem ist sie von ihm schwanger. Unsere Serena ist über diese Schwangerschaft nur bedingt erfreut. Eigentlich wollte sie ja keine Kinder, aber andererseits ist das natürlich für sie auch der perfekte Weg, um Ryan an sie zu binden. Ryan hingegen ist über diese Nachrichten absolut glücklich und kann gar nicht aufhören zu tanzen. Tatsächlich hat er auch das Kinderzimmer schon komplett eingerichtet. Wie wir sehr gut sehen können, er geht eindeutig davon aus, dass die beiden ein Mädchen bekommen und sehr klischeehaft hat er natürlich alles komplett in rosa und pink gestaltet. Und natürlich, wie es sich für einen reichen Menschen gehört, hat er nur das Allerwichtigste für ein Neugeborenes gekauft. Bücher, einen Spiegel, ein Puppenhaus, ein Zelt und ein riesiges Kuscheltier, das für jedes Kind natürlich absolut überlebenswichtig ist. Außerdem haben wir noch einen Raum umgebaut, denn die liebe Ava war der Meinung, dass Serena unbedingt einen Raum zum Entspannen braucht. Ihren ganz eigenen Wellnessbereich. Und den haben wir jetzt hier unten im ehemaligen Gästezimmer. Eigentlich hätte ich gern, dass sie gleich mal ein wenig Yoga macht, aber aus irgendeinem Grund ist das für schwangere Sims leider nicht möglich. Deshalb werden wir gleich mal einen Masseur anfordern und sie wird sich mal eine Massage gönnen. Irgendwie ist da was anderes passiert, als ich dachte. Ryan gibt dem Butler eine Massage. Gut, wenn ihr beiden jetzt fertig seid, dann können wir die Masseurin ja einfach mal um eine Steinmassage bitten. Das ist genau das, was unsere schwangere Serena bei all dem Stress jetzt braucht. Immerhin muss man bedenken, dass die letzten Wochen, Monate und Jahre nicht einfach für unsere Serena waren. Sie musste immerhin einige Leute verschwinden lassen. Und an dieser Stelle muss ich daran denken, dass ich immer wieder den Kommentar erhalte, dass Serena sich möglicherweise ja noch bessert und wieder auf die gute Seite zurückfindet. Aber Leute, sie ist die Bösewichtin in der Geschichte und sie hat einige Sim-Leben auf dem Gewissen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber möglicherweise schaffen es ja ihre zukünftigen Kinder aus dem bösen Teufelskreis raus. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und nun ist es Zeit für das besondere Date. Serena kann ihren Augen kaum trauen, als plötzlich ein Privatjet bei ihnen im Garten landet und Ryan sie zu einem Kurzurlaub nach Sulani entführt. Und hier sind wir nun in dieser bescheidenen Villa, die doch ideal für zwei Personen ist. Und während die Sonne schon langsam am Untergehen ist, spazieren die beiden hier an den Steg mit Blick aufs Meer. Und dann erklärt Ryan nochmal, dass er sie über alles liebt und sich schon so auf ihr gemeinsames Kind freut. Und stellt dann die Frage aller Fragen. Serena, willst du mich heiraten? Und sie hat ja gesagt. Schreibt mir gern in die Kommentare, wie Hochzeit Nummer 2 vonstatten gehen soll. Nach dem Urlaub ging es auf zum Ultraschall. Mittlerweile freue ich mich sogar ein bisschen. Ryans Freude ist einfach ansteckend. Wir bekommen ein kleines Mädchen. Wie sollen wir es nur nennen? Und während Serena und ihr neuester Ehemann sich über ihre ungeborene Tochter freuen,
erwartet unsere zweite Hauptperson schon wieder Jungs. Warum lassen sich die Babys so lange Zeit? Sie sollten schon längst da sein. Ich will nicht mehr schwanger sein. Oliver, danach war's das aber mit Kindern, okay? Da bin ich ganz deiner Meinung. 6 Babys sind eindeutig genug. Oder etwa nicht? Und hier sind wir nun bei unserer mittlerweile schon ziemlich schwangeren Snow, die gerade dabei ist, den kleinen Noah zu füttern. Übrigens, unser Noah hat heute auch Geburtstag und wird zum Kleinkind. Während sie den Kleinen einmal badet und dann zurück in sein Gitterbett legt, ist unser Oliver bei der Arbeit und Damon und Naveen sind in der Schule. Auf den ersten Blick sieht es also wie ein ganz normaler Tag bei der Familie Parker aus, aber tatsächlich war die letzte Zeit sehr, sehr schwer für sie und bis auf Snow sind auch alle am Trauern. Erst ist nämlich Olivers Vater Terence von uns gegangen und gestern Nacht dann auch noch seine Mutter Emilia. Nachdem Snow dafür gesorgt hat, dass unser Noah wieder schläft, wird sie einmal das verdorbene Essen aussortieren, dann wird sie für sich einmal Reste nehmen und danach können wir einen Geburtstagskuchen backen. Denn obwohl eigentlich niemandem nach Feiern zumute ist, können sie natürlich nicht ignorieren, dass der kleine Noah Geburtstag hat. Und außerdem ist unsere Snow auch wieder schwanger und sie freuen sich ja alle schon auf die zukünftigen Babys. Gleichzeitig sind sie aber am Trauern. Also es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle hier. Und Snow ist jetzt auch noch gereizt wegen der Stimmungsschwankungen. Was habe ich euch gesagt? Ein Wechselbad der Gefühle. Und als wäre das alles nicht schon genug, leben sie ja auch noch so halb auf einer Baustelle. Also hier haben wir noch ultimatives Chaos und auch im oberen Stock ist kein Zimmer schon komplett ready. Ein wenig haben sie am Schlafzimmer gearbeitet. Wir haben hier jetzt noch 2 Nachttische. Außerdem hat auch der kleine Noah noch ein paar Spielsachen bekommen. Und das Wichtigste, sie haben auch noch 2 zusätzliche Wiegen gekauft. Denn Snow erwartet ja Drillinge. Diese Drillinge sind dann auch schon die letzten 3 Zwerge. Und zwar werden das Happy, Bashful und Dopey. Unser Happy soll natürlich sehr fröhlich und optimistisch sein. Unser Bashful wird sehr sentimental und schüchtern. Und unser Dopey wird der Kindische. Und dafür brauche ich natürlich bitte wieder Namensvorschläge von euch. Der erste Name soll immer in der Bedeutung etwas damit zu tun haben, für was der Zwerg steht. Und der zweite Name einfach irgendein passender Charakter aus dem Disney-Universum. Snow ist anscheinend im Haushalt fertig. Dann kann sie sich hier noch einmal um ihren kleinen Garten kümmern. Und heute Abend werden wir für unseren Noah dann noch eine klitzekleine Party veranstalten. Da werden wir dann eigentlich nur Olivers Schwester einladen. Also Colleen, denn die ist mittlerweile ja ganz allein in diesem riesigen Haus. Während unsere Snow nach getaner Arbeit hier einen Nap macht, sind Naveen und Damon gerade aus der Schule nach Hause gekommen und die beiden sind natürlich super traurig. Naveen hat aber tatsächlich einen Schulfreund mitgebracht, das ist Oscar. Er geht einfach mal hin und wird mit Oscar über Spielzeug reden. Und Damon ist ja nicht so der Soziale, der wird sich einfach mal zurückziehen und wird ein wenig lesen. Ich glaube, der Herr der Schaukeln wird ihm gefallen. Naveen wird mit seinem neuen Freund einmal ein wenig über die Schule reden. Und dann kann er ihn ja einfach mal um Rat bitten und erzählen, was bei ihm gerade so los ist. Dass er gerade erst seine beiden Großeltern kennengelernt hat und jetzt hat er tatsächlich beide verloren. Natürlich ist Oscar auch nur ein Kind. Das heißt, ich schätze mal, er wird nicht den besten Rat haben. Aber ich bin mir sicher, dass Naveen es einfach hilft, mit jemandem über seine Probleme sprechen zu können. Und dann können sie ja einfach mal über Damon tratschen. Bin schon gespannt, was Naveen Schlechtes über seinen Bruder zu sagen hat. Oscar sagt einfach, ich habe Damon noch nicht kennengelernt. Wow, er tut einfach so, als würde er ihn nicht kennen. Das ist ja noch schlimmer, als wenn er gesagt hätte, er mag ihn nicht. Aber okay, das ist anscheinend ein gemeines Kind. Und dann können die beiden ja einfach mal ein wenig schaukeln gehen. Die ganze Familie versammelt sich langsam in der Küche, um den Geburtstag von Noah zu feiern. Und Snow trägt ihn auch am Rücken, aber irgendwie ohne Rückentrage. Warum ist Sims in letzter Zeit eigentlich so verbuggt?
Nun sitzen zumindest ein paar der Familie in der Küche und Colleen ist auch schon da. Oliver wird einmal zu seiner Schwester hingehen und wird sie einfach mal nach ihrem Tag fragen. Immerhin ist es für sie auch eine schwere Zeit und er möchte einfach nur sicher gehen, dass es seiner kleinen Schwester gut geht. Und dann wird Snow Noah helfen, die Kerzen auszublasen. Alles Gute zum Geburtstag, Noah. Zumindest deine Eltern feiern mit dir, weil deine Tante und deine Geschwister haben anscheinend keinen Bock. Noah ist älter geworden. Er ist ja ein sehr ruhiges und verschlafenes Kind. Das heißt, ich glaube, am besten geben wir ihm einfach Engelsgleich. Liebe, umgängliche Kleinkinder, sie sind nie trotzig und bekommen keine Tobsuchtsanfälle. Sie reden auch mit Fremden. Oh mein Gott, ist er süß. Er sieht einfach aus wie Snow. Übrigens habe ich unserem Noah natürlich auch noch einen zweiten Namen gegeben. Und zwar heißt er nun Noah Eric. Eric hat nämlich die liebe Nebel vorgeschlagen. Eric ist nämlich der Prinz aus Ariel und der ist laut ihr auch immer sehr ruhig und gelassen. Und deshalb passt das sehr gut zu unserem Sleepy. Oliver ist auch schon ins Bett gegangen, aber bevor Snow sich zu ihm legen kann, muss sie natürlich noch das Gitterbett in ein Kinderbett umbauen. Sonst kann unser Noah ja nirgends schlafen. Bei einer Sache brauche ich noch eure Meinung. Snow ist ja mittlerweile schon ziemlich schwanger, aber da mich das mit den Drillingen ziemlich überfordern wird, habe ich mich entschieden, ihre Schwangerschaft noch für ein paar Tage zu pausieren, zumindest bis Naveen und Damon zu Teenagern geworden sind. Und dann hätte ich gerne, dass Serena und Snow ihre Kinder ziemlich gleichzeitig auf die Welt bringen. Und wer weiß, möglicherweise wird dann Serenas Tochter ihre Cousins in der Schule kennenlernen und ihrer Mutter davon erzählen. Und apropos Serena. Die ist ein paar Häuser weiter gerade dabei, ihre Mission in die Tat umzusetzen. Sie möchte für immer jung bleiben. Ich habe einen kleinen Ausflug gemacht und dabei habe ich das hier erhalten. Ich war im Magischen Reich. Frag mich nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Ich kenne eben die richtigen Leute. Und dort habe ich eine junge Hexe getroffen, die mich verstanden hat. Natürlich hat sie das. Wer möchte schon alt werden? Und dann hat sie mir diesen Trank verkauft. Und nun testen wir seine Wirkung. Und ich bin endlich wieder jung.